Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, in der letzten Folge war es ja ein bisschen chaotisch und ja, ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht so genau, wo man jetzt was machen soll mit diesen sieben Dingern, die man da einsammeln soll und so weiter. Aber es soll mir auch egal sein, weil wir kommen hier oben jetzt weiter. Dementsprechend machen wir mit der Quest weiter. Ja, wir würden mit der Quest weitermachen, wenn es nicht immer so lange brauchen würde, bis wir mal was geladen haben. Ich glaube, mit ihm müssen wir reden. Nee, das ist ein Spieler. Okay. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis das Spiel dann auch endlich aufwacht, sodass wir weitermachen können. Ja, und wir dürfen weitermachen. Und ich stand doch gar nicht so schlecht hier. Bist du der Vertragsverwalter? What can I do for you? Only resistance soldiers can take on contracts. Ich habe dieses Vertragsblatt aufgelesen. Oh, it's you. I heard a lot about you from Nos. You're said to be quite talented. Nice to meet you. You've got Clay's token, right? Then you're officially part of the resistance. While you're here, how'd you like to try taking on a contract? Here, take a look at these contracts. Don't worry, they all have generous rewards. Welcome, welcome. Ungemütliches Wetter. Ich bin Rabia und untersuche zurzeit die Mana-Spuren in Laslan. Ich habe ein Mana-Aufzeichnungsgerät auf den Urstella-Feldern aufgestellt, aber die Bevölkerung macht mir Sorgen. Redet die von den Goblins da, diese Kobolde? Bitte überprüfe das Aufzeichnungsgerät für mich. Ich lasse dir auch eine angemessene Belohnung zukommen. Ja, warum nicht? Untersuche das Gerät. Einmal annehmen. Dieser Vertrag wurde bereits unterzeichnet. Ja, den habe ich gerade unterzeichnet. Warum steht hier Vertragsrechte 54 von 60? Das weiß ich noch nicht. Aktualisiere, um eine neue Liste von Verträgen entsprechend deiner Stufe anzuzeigen. Zum Aktualisieren musst du mindestens einen Vertrag aus der Liste annehmen. Okay, ja, wir wollen uns das ja jetzt erstmal nur angucken. Ich wollte ja eigentlich mit der Hauptstory weitermachen. Oh, habe ich jetzt gerade. Ich habe gerade aktualisiert, oder? So viel dann mit der Hauptstory weitermachen. Zeigt er uns. Nee, der zeigt uns das noch nicht an, oder? Moment, sollen wir jetzt vier Aufträge abholen? Da steht nämlich eins von vier. Echt jetzt? Warum das? So, war's das? Okay, geplündertes Essen. Bezwinge Goblin-Kämpfer. Ach nö, da muss ich wieder da rein. Goblin-Kämpfer und Schlächter. Bring den Snack mit geplündertem Essen zurück. Ja, woher soll ich denn wissen, wo der jetzt ist? Woher soll ich das wissen, Leute? Da ist noch was zu lesen. Ariellas Tagebuch 36. Pah, was für eine Zeitverschwendung. Ich dachte, heute würde es mir endlich gelingen. Ich war mir sicher, dass ich ihre Monumentenschlacht aus nächster Nähe sehen kann, wenn ich mich nur in einen Goblin verwandeln könnte. Kann ich das nicht? Was mache ich nur falsch? In dieser Region wissen alle, dass man vom Monumentstein Segnungen erhält, wenn man Sternenstaub vom Himmel sammelt und ihn in ein Lagerfeuer wirft. Es scheint aber niemand den Grund dafür zu kennen. Deshalb habe ich mich entschlossen, es herauszufinden. Ich habe die Monumentenschacht 35 Mal beobachtet, indem ich den Widerstand gefragt oder Abenteurer angeheuert habe. Aber ich komme einfach nicht näher ran. Jedes Mal, wenn ich mit den Abenteurern versuche, in die Nähe des Monumentsteins zu kommen, kommen alle Goblins aus der Nähe herbeigerannt, um mich zu verprügeln. Ach, das haben wir doch. Ach, das ist so ein Monumentstein gewesen, was wir gemacht haben. Wenn wir versuchen, zum Lagerfeuer zu gehen, ist es das Gleiche. Wenn ich nur so stark wäre wie diese Abenteurer. Ich hätte gedacht, dass sie mich nicht angreifen würden, wenn ich mich in einen Goblin verwandle. Aber diese dummen Goblins sind klüger, als sie aussehen. Schade, weil ich glaube, die Verwandlung haben wir nämlich jetzt auch. Warum greifen sie mich an, wenn ich aussehe wie einer von ihnen? Vielleicht rieche ich anders, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass Abenteurer nicht angegriffen werden, wenn sie sich in einen Goblin verwandeln.
Nein, nein, die Bestätigung einer Hypothese ist ein Hauptelement der Forschung. Ich werde noch zweimal versuchen, mich zu verwandeln, um herauszufinden, ob das Ergebnis dasselbe ist. Jawohl, ich kann es schaffen. Aha, ich kann mich also verwandeln. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das geht. Ach so, das war das mit dem Feuer hier, oder? Ein Gerät, dessen Zweck unbekannt ist. Das ist immer gut. Hauptsache mal anfassen. So. Was war das jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, durch das ganze Vorlesen. Kämpfer und Schläger. Okay, Kämpfer und Schläger. Da ist schon mal ein Kämpfer. So, Kämpfer und Schläger, 7 Stück. Nee, Schläger oder Schlechter? Schläger, Moment, Moment. Kämpfer, da ist noch ein Kämpfer. Na, du bist schon wieder zu weit weg, deswegen. Okay. Ach so, dabei sammle ich Sachen. Okay, du bist auch noch ein Kämpfer. Boah, hier vibriert alles. Ich habe leider den Controller noch drin vom anderen Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hier vibriert mein ganzer Tisch gerade. Mann, ich muss den mal eben kurz hier zur Seite legen. Ich hoffe, dann vibriert der nicht so laut. Wenn du auch was auf die Fresse haben willst, dann komm her. Ist kein Problem. Och, da kommt der Nächste. Den meinte ich aber nicht damit. Vor allen Dingen nicht alle gleichzeitig. Oh, ich kann den gar nicht aufnehmen hier. Hallo? Ich kann ihn doch aufnehmen. Aber steht mal wieder nicht drin. Oh, wie ich das hasse. Mann, ich will auch immer drücken für leichte Angriffe. Warum muss man das mit E machen? Das ist doch doof. Hallo? Kommst du denn jetzt schon wieder her? Oi. Aha, was haben wir denn? 5 von 7. Das ist noch ein Kämpfer. Nee, du nicht. Du bist noch ein Kämpfer. So, Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer. Kämpfer. Nein, du nicht. Du Kämpfer. Komm her. Ja, ja. Damit du ein bisschen aus der Gruppe da hinten raus bist. Oh, wo kommt denn jetzt her? So, wir brauchen noch einen. Ja, dann nehmen wir den nochmal. So, sammle gepflegte Axtangriffe. Axtangriffe. Axtgriffe. Kämpfer. Müssen wir wahrscheinlich von dir holen dann, ne? Dankeschön. Nutze den Sternenruferstein, um Sternenstaubklumpen zu erhalten.
Untersuche das Mana-Aufzeichen. Achso, wo ist das eigentlich? Da müssen wir gleich mal gucken. Aber das andere, das war doch dieses... Oder? Nee, Moment, da hinten leuchtet gerade was. Nee, das zum Hochziehen, ne? Das zum Hochziehen. Es gab hier doch aber was... Boah, ich weiß nicht, ob das immer an der gleichen Stelle ist. Nee, das war's nicht. Mana-Aufzeichnungsgerät. Achso, da müssen wir hin. Nee, das habe ich gelesen. Aber da waren wir doch schon mal, oder nicht? So, nutze den Sternenruferstein, um Sternenstaubklumpen zu erhalten. Was für ein Stern... Ist das jetzt da hinten? Standort auf der Weltkarte prüfen. Das ist hier. Oberhalb links vom Lagerfeuer. Von der Promenade. Kann man hier... persönlicher Pin, genau. Das ist für mich ein bisschen einfacher zu sehen dann. Ja, ja. Cool. Alles gut. So, wenn wir da jetzt noch ein bisschen runterreiten, da hinten ist es doch 120 Meter, waren es gerade? Ach, geh mir doch nicht auf die Nerven. Bin hier gerade was am Gucken und am Suchen. Da. Meine ich doch. Och, Alter. Geh doch mal weg. Bist du was am Machen? Da verfolgt dich so ein dämliches Vieh hier. Vor allem, wieso verfolgt er mich über die komplette Karte? So. Jetzt ist es okay. Jetzt kannst du sterben. Das ist mir egal. Aber da kommen jetzt keine anderen an, jetzt wo ich das aktiviert habe. Wie oft muss man das denn aktivieren? Hä? Nutze den... Pergament. Sternenstaub habe ich immer noch nicht. Okay, kriegen wir vielleicht erst am Ende. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Wie schießt denn da die ganze Zeit? Wieso kommt der nicht hoch? Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Okay. So, sehr schön. Sprich mit, ich habe den Namen vergessen. Iil. Ich soll nicht beides machen, laufen und gleichzeitig lesen. Lyra, genau. Sprich mit Lyra. Wildkraut. Das nehme ich doch gerne mal eben mit. Bevor mich wieder so ein Flachkobold hier angreift. Goblin, Entschuldigung. Wir wollen die Kobolde ja nicht beleidigen. So, wo komme ich denn jetzt rein? Hier, ne? Hier ging der Weg hoch. Nein, ich will den nicht anvisieren. Ich will einfach nur nach oben. Da, genau. Okay, das ist so blöd, dass man die Sachen nicht wegmachen kann. Zum Beispiel hier diese Paradies für Reptilien. Das interessiert mich ja alles nicht. Ich hätte es besser gefunden, wenn man da wenigstens dann das Ganze rausmachen könnte.
Aber ich kann halt nur die anderen Sachen, die wichtig sind, reinmachen in diese Liste. Ich kann aber nichts, also außer die wichtigen Sachen, die kann ich theoretisch rausmachen. Ach so, ich wollte ja auch mal kurz mit ihr sprechen, ne? May Enna pray to the gods to fill the entire world with light. Ja. Viel hat sie offenbar nicht zu sagen. Spielen? Hä? Was ist das denn? Sind zwei Grabsteine nebeneinander, so gut erhalten, dass man ihnen die 10 Jahre nicht ansieht. Okay. Na gut. Ich dachte jetzt, gut, nicht alles, was ein F anzeigt, ist was Wichtiges. Ich weiß, aber. Ne? Aber das mit der Krähe war cool. Die Verträge habe ich. Let's see. You've got some good contracts. Nice. Oh no. Ruby's at it again. Wer ist Ruby? Oh, that's my goblin friend over there, who's been pretty upset lately. I don't know what's going on. Wie sieht die denn, Goblin? Katze? Kaninchen? Ach, da hinten. Warte mal. Füttern kann ich nicht, oder? Ah, oh, bist du süß. Da ist wirklich mal einer, der alles richtig gemacht hat hier. Oh. Bleib stehen. Ja, das ist süß. Wenn man bei einem Spiel nicht mit den Tieren ja, spielen kann, nicht, aber wenn man die Tiere nicht streicheln kann, dann ist das Spiel nicht gut. So. Wieso kann ich mit dem reden? Warte. Nein. Hallo, bleibst du mal hier? Redest du mal mit dir? Hm, finde ich auch. Hallo? Also an der Übersetzung hapert es, glaube ich, noch ein bisschen. Können wir mit der Katze auch reden? Moment, das habe ich nicht gesehen. Ah ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Aber danke für den Tipp. Okay. Your bag looks a little bit heavy there. Maybe get it organized first. Ja, können wir gerne machen. Wo ist Ruki? Eines sonnigen Tages erschien ein neuer Lagerverwalter bei den Ruinen des Sternenlicht-Observatoriums. Ruki begrüßte den Kunden mit lauter Stimme. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Ruki. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Och Mann. Der Kunde bat ihn, sich um seine Armbrust zu kümmern. Ruki nahm die Armbrust entgegen und ging zu dem Bereich, wo die Lagerkisten aufbewahrt wurden. Seine Schritte waren schwer auf dem Weg ins Innere und auf seiner Stirn stand kalter Schweiß. Herrje, wo soll ich das nur aufbewahren? Allein der bloße Gedanke daran, das Lager des Kunden zu ordnen, überforderte Ruki. Er wusste nicht einmal, wo er anfangen sollte. Den Besitz seiner Kunden zu verwalten gehörte zu seiner Arbeit, doch für einen Neuling wie Ruki war dies eine viel zu schwierige Aufgabe. Aus diesem Grund machte Ruki ständig Fehler. Eines Tages trat ein mörrischer Ritter in ihn heran. Das haben wir Oh, doch schon mal gelesen. your stuff is so shiny, brother. I'll take Und dann hat er extra alles good care of it, ausgeräumt und musste promise. dann wieder alles einräumen. We're all doomed. We're really doomed. We're all going to die. Du siehst irgendwie leicht aus wie ein Professor aus Hogwarts. Was ist los? Brother, you need to listen to me. The Urstella Goblin Horde is going to attack. Ja. Das tun die schon die ganze Zeit. Weiter? There's going to be a war. We're in big, 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 big trouble. Beruhige dich. Was ist denn los? While I was wandering, I saw the Urstella Clan collecting weapons. They said they were going to hunt humans. I heard it clearly with my own 2 ears. If we don't come up with a plan quickly, we'll all die. I spoke to the Watch Captain. But he didn't believe me. Friend, I never lie. Hast du denn Beweise? Thank you. I hope the Watch Captain can trust you like family and come up with countermeasures. Das sind doch die, die ich so hasse, oder? Ich werde Beweise suchen und den Hauptmann der Wache treffen.
Really? Oh, you give me hope, brother. You can find the Watch Captain at Red Moon Lake in Carmine Forest. Good luck. Wow, die Übersetzung ist echt gut. Er sagt wirklich, oh, du gibst mir Hoffnung, mein Bruder. Und das wird übersetzt mit, ich vertraue dir. Oh. Aber das ist mir schon so einige Male hier aufgefallen. Achso, ich habe immer noch diese Markierung irgendwo da drin. Wie kann ich den jetzt hier wieder rausmachen? Moment. Pin löschen. Okay, gut. So. Es ist aber egal, welchen ich nehme, oder? Erfülle den Feldervertrag. Aktiviere den Wegpunkt. Achso, das habe ich auch noch nicht gemacht. Erfülle den Feldervertrag. Moment, Moment. Ich habe doch noch gar keinen Vertrag. Oder ist das jetzt das hier mit dem Freund von ihr? Nee. Da steht auch 0 von, aber die kann ich noch einfordern, oder? Nee, nicht? Habe ich schon eingefordert? Da muss ich mir da jetzt noch einen holen? Und warum steht das von dem Dings nicht drin hier? Von dem, dem, wo ich gesagt habe, der sieht aus wie ein Professor hier neben mir. Warum steht das von dem nicht drin? Moment, ich schau nochmal eben, sprich mit dem, und danach steht nur, aktiviere den Wegpunkt. Okay, wir gucken jetzt erstmal wegen dem Wegpunkt, weil sonst vergesse ich das nämlich schon wieder. Das ist der hier, oder? Der ist, ja, wo ist denn der? Ach, da vorne. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwo muss er doch hier sein. Noch einmal umsehen. Machen wir mal, weil anscheinend hat er das ja nicht angenommen. Long ago, the mages of Venelux built an observatory to watch the stars in the sky, but the Archeum destroyed the tower, leaving it in ruins. It is now being used as a base for those adventuring in the Estella Fields, Carmine Forest and the Nesting Grounds. At the request of Castleton contract manager Nars, you met with Elira, the contract manager at the Starlight Observatory ruin. Jetzt steht es aber drin. She said that she could use some help and suggested that you take on a contract. Aber da stand drin, noch einmal umsehen, was ich dann ja auch gemacht habe. Aber jetzt hat es angenommen. Okay. Aufzeichnung verhängnisvoller Liebe. Meine herzallerliebste Julia. Es tut mir leid, ich wollte deine gesamte Zeit mit deinen Eltern, deine gemeinsame Zeit mit deinen Eltern nicht stören. Aber es ist dringend. Erinnerst du dich an Ashians jüngstes Landschaftsbild? Das, das du vor deiner Abreise an der Wand über den Tisch aufgehängt hast? Ich habe mir das Bild angesehen, kurz nachdem ich Ashian ins Bett gebracht habe. Es ist so gut gelungen. Ich denke, unsere Tochter ist ein Ausnahmetalent. Ich konnte anhand des Bildes genau erkennen, welchen Teil der Landschaft Ashian gezeichnet hat. Der Bereich über den Hügel zeigt ein Feld mit Apfelbäumen, nicht wahr? Den Ort, an dem Ashian im letzten Frühling von einer Biene gestochen wurde. Wichtiger Ort. Je näher ich das Bild betrachtete, desto echter fühlte sich die Szenerie an. Und als ich wieder zu Sinnen kam, stand ich auf eben jenem Feld. Ich streckte meine Hand aus und griff nach dem Blatt eines Apfelbaums. Hier ist es Herbst, aber dort stehen die Apfelbäume in voller Blüte. Als ich ein Stück weiter ging, war es so, als würde mich eine unsichtbare Wand davon... Ach so, kann man noch... Moment. Davon abhalten, meinen Weg fortzusetzen. Dann flog eine große Biene auf mich zu und stach mir in den Arm. Das war bestimmt nicht Biene Meier. Die Schmerzen waren so stark, dass ich unweigerlich aufschreien musste. Als ich meine Augen wieder öffnete, stand ich wieder am Tisch und vor mir hing Ashians Zeichnung. Und der Arm, der gestochen wurde, war unverletzt. Es war so, als wäre das alles nur geträumt gewesen. Julia, solche Magie habe ich noch nie zuvor gesehen. Es handelt sich um eine reine Schöpfungskraft, die mit der ich meine unbeholfenen Mimetten erschaffe.
bei weitem übersteigt. Der bloße Gedanke daran, wie viele Menschen in Zukunft nach der Macht unseres Kindes gieren werden, machte mich krank vor Sorge. Es ist zwar 8 Jahre her, doch der Orden der Sila Wef verfolgt mich immer noch. Die Kirche streckt ihren Arm bis nach Solisium aus. Und sie vergessen niemals jene, die sie betrogen haben. Wenn die Kirche von Eschiens Zeichnung erfährt, das darf einfach nicht passieren. Wir müssen häufiger umziehen und darauf achten, dass wir vorbereitet sind. Während ich dir dies schreibe, liegt Eschien im Bett, eine Dachsmimette im Arm, und schläft. Pass bei deiner Rückkehr gut auf dich auf. Ich könnte es nicht ertragen, sollte dir etwas zustoßen. Dein Taedal. Ja, erfülle den Vertrag. Und Beweise sammeln. Müssen wir jetzt den ganzen Tag hier Verträge machen oder was? Also ich schnapp mir nochmal einen Vertrag. Vielleicht können wir das direkt beides machen. Nö, kam aber jetzt nichts Neues. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch wirklich der Vertrag hier, dass ich Beweise sammeln soll. Goblin-Schamane. Zerstöre die Goblin-Ritualstätte. Und hol dir die schriftlichen Befehle. Aber das ist dieser Mist, den ich nicht nochmal machen wollte, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oh, da ist noch eine Notiz. Schon wieder Ariellas Tagebuch. Ich wurde wieder von den Goblins davongejagt. So kann ich meine Forschung einfach nicht durchführen. Ich war so entmutigt, dass ich Ilira im Sternenlicht-Observatorium mein Leid klagte. Und er hatte einen großartigen Rat für mich. Die Antwort könnte näher liegen, als ich dachte. Hier ist eine Zusammenfassung meines Gesprächs mit Ilira. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich forschen muss, den Widerstand um Hilfe bitten. Sie sind sehr beschäftigt. Die Verwandlung in einen Goblin mag zwar unter normalen Umständen sicher sein, sie nützt aber nichts während meiner Gefangenschaft. Als die Abenteurer sich an den Monumentenschlachten beteiligten und die Goblins besiegten, gab mir das ein bisschen mehr Zeit, um die Steine zu untersuchen. Hat er gerade von Düsseldorf gesprochen? Doch meine Beobachtungen wurden zunichte gemacht, weil mir die Abenteurer dann in die Quere kamen. Nachdem er über all dies nachgedacht hatte, schlug Ilira vor etwas vor, oh, das mir niemals eingefallen wäre. Es ist toll, die Abenteurer mit einzubeziehen. Aber ich muss verhindern, dass sie mich angreifen. Warum richte ich die Monumentenschlacht nicht selbst aus? Ich bin schließlich Forscherin und keine Abenteurerin. Es stimmt aber, wenn ich das Event ausrichte, werden mich die Abenteurer nicht als Konkurrentin um die Belohnung ansehen. Ich bin gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich sollte mir einen Namen dafür ausdenken. Davon hängt mein Erfolg ab. Ich sollte den Begriff Sternenlicht im Namen verwenden und vielleicht Ritual, damit es offiziell klingt. Wie wäre es mit Ritual der Sternenlichtsteine? Das habe ich schon wieder vergessen. Moment. Schamane und die Ritualgegenstände zerstören. Komm, der sagt doch ständig Düsseldorf. Kann mir doch einer sagen, wer was will. So, da ist ein Schläger. Da ist auch ein Schaman dabei. Ich sollte mich mal etwas heilen. Ich möchte hier nicht mehr verweilen. Das Problem ist, sie werden zurückgesetzt, wenn ich gehe, oder? Oh, sag mir jetzt bitte nicht, die sind zurückgesetzt worden. Oh nein, komm.
Ach, die sind jetzt echt zurückgesetzt worden. Das ist doch scheiße. Lass ihn jetzt wieder her. Lass mich mal in Ruhe. Ich muss meine Mana regenerieren. Also mein Leben. Alter, sind die nervig. Ja, aber die sind auf jeden Fall zurückgesetzt. Ach, scheiße. Was ist denn ein Schatzgoblin? Hä, was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Wie viel Schaden kann er bitte einstecken? Oh, das war die falsche Taste. Ich will das jetzt wissen. Bleib stehen, dumme Sau. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Ich muss den anderen kriegen. Alter, wo läuft er hin? Alter. Ey, was hält ihr bitte aus? Der läuft aber auch mal so schnell weg zwischendurch, ne? Alter! Ja, dich besiegen wir auch noch mal kurz. Wenn du unbedingt sterben willst, dann machen wir das. So. Oh
Oh, den können wir auch nochmal eben helfen. Bitteschön. Krieg ich da eigentlich auch Loot von? Nee. So, Moment. Zerstöre die Goblin-Ritualgegenstände. Aber ich muss den Schamanen noch besiegen. Wieso? Hä? Habe ich die Gegenstände jetzt zerstört, ohne den Schamanen zu zerstören, oder was? Kann ich mich mal kurz bei euch hier hinsetzen? Och, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Alter. Du kannst dich nicht mal eben irgendwo hinsetzen, um mal kurz zu regenerieren, ne? Weil ich würde schon gerne mit vollem Leben da reinrennen. Ich werde das wahrscheinlich eh nicht schaffen. Aber ich würde schon gerne mit vollem Leben da reinrennen. So. Oder zumindest mit fast vollem Leben. Ich habe auf jeden Fall den Schaman. Aber der ist Level 16. Wieso bin ich hier so komplett unterpowered eigentlich? Ach du Schande. Kein Wunder, dass die mich da alle komplett auseinandernehmen. So. Mal schauen, ob wir den Schamanen irgendwie hier rausziehen können. Alter, es ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Welches Arschloch ist jetzt hier reingelaufen? Und hat jetzt hier das Ding kaputt gemacht. Den Schamanen kaputt gemacht. Goblinschläger. Ja, geil. Jetzt kann ich mir irgendwo einen anderen suchen. Super. Ich liebe solche Vollidioten, wo man dann da steht und wartet, weil man erstmal was aufheilen will. Jetzt wieder so ein Ding. Und die es da nicht auf die Kette kriegen, dass man entweder mal zusammen was macht. Das wäre ja auch noch okay. Ich meine, ja klar, ich spiele das Spiel natürlich auch alleine. Aber ich sag mal, man muss ja kein Arsch sein, ne? So wie der jetzt gerade. Es war ja offensichtlich, dass ich da auf irgendwas gewartet habe. Hier ist kein Schamane mehr in der Gegend, oder was? Och komm, jetzt sag mir nicht, das war der letzte Schamane hier. Ich habe hier auch keine Kreise. Nee, ich habe hier auch keine Kreise. Normalerweise zeigt er mir die Kreise an. Ja, super. Vielen Dank, Herr Arschloch, wer auch immer das gewesen ist, dass ich jetzt auch noch warten muss. Ah ne, hier ist noch einer. So, jetzt aber endlich. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Da war der Berg, wo wir hin müssen, ne? Genau. Aber wieso hat er mir die Kreise jetzt nicht mehr angezeigt? Sonst hat er mir doch immer die Kreise angezeigt, wo die Schamanen waren. Naja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Haben wir doch noch hingekriegt. Look at this. Even Archaeum said we should reclaim our land. Aber da steht immer noch, erfülle den Vertrag. Hm. Aber die Beweise habe ich auf jeden Fall jetzt eingesammelt, laut dem, was ich jetzt da gelesen habe. Ja, was interessiert mich, dass irgendein random Typ hier irgendwelche Schuhe bekommen hat? Was soll das? Ach so. Rotmondsee in Karmesinwald. Das habe ich total vergessen, dass wir ja zu dem anderen gehen müssen. Rotmondsee, also da hinten. So. Ja, dann machen wir das nochmal eben schnell.
Entschuldigen Sie, ich habe das total vergessen, dass ich ja nicht mehr zu ihm soll. Kann ich irgendwie hoch und dann runterspringen? Das ist ja völlig lästig hier gerade. Oh. So war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich hoch und nicht, naja, so kriegt es nicht hin. Also es ist anscheinend wirklich nur zum Gleiten, nicht um zu fliegen. Ja, das ist ja eine tolle Beschleunigung, die ich gerade bekommen habe. Ah, hier sind Spinnen. Moment. Hier soll aber auch irgendwo der Wachmann sein. Ach, da. Da sind zumindest welche. Steht ja gar nicht mehr drin. Hä? Blutspinne. Den Wachmann finde ich hier. Ja, aber welchen Wachmann? Hier sind alles Wachmann. Ah, den wahrscheinlich. Hauptwachmann? Ja, doch nicht du. Ich will mit dem reden. Mit dem kann ich aber anscheinend nicht reden. Keine Ahnung, warum. Hier ist auch nichts zu lesen. Are you an adventurer? We are from the Watch, guarding all the way from Carmine Forest to Ostella Fields. Hm. Hauerschweine finde ich, Wachmänner finde ich, aber nicht den Wachmann. Laslan Wachmann steht da einfach nur. Aber warum ist das dann nicht der hier vorne? Ja, ich bin mir nicht so sicher. Er meinte zwar was mit Karmesinwald, das ja. Wegpunkt. Das löschen wir schon mal. Also er hat ja gesagt, am Rotmondsee. Aber wir finden jetzt hier gerade nichts. Jo. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Aber ich würde trotzdem sagen, damit die Folge nicht so lange wird, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen. Wir müssen ja irgendwo hier wirklich sein, wo wir hin sollen. Dementsprechend, ja, würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal genau um. Und dann werden wir hoffentlich auch den Hauptmann finden. Weil so weit kann er nicht sein. Er hatte gesagt, hier irgendwo im Wald und an dem See. Vielleicht ist er auch draußen am Kämpfen. Aber ja, in die Action stürze ich mich jetzt heute nicht mehr. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht alleine verirrend im Wald herum. Mal sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!